hallo Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 4. Wir haben ziemlich Munitionsknappheit, wie wir im letzten Part, ja, erfahren mussten. Aber wir sind guter Dinge, nicht wahr, Ashley? Ashley? Hat jetzt gerade den Kopf geschüttelt? Okay, das ist kein gutes Zeichen. Also hier haben wir eine Tür mit zwei Schaltern. Wir sind zwei Personen, Eis natürlich. Wait. Wir müssen das Ding zusammen betätigen. So, versuchen wir es. Jetzt. Sie wurde aufgeschlossen. Perfekt. Okay, Ashley. Wieder eine Tür weiter zu deiner Freiheit, beziehungsweise zu meinem Überleben. Ja, wie man auch immer das sehen will. Oh na, oh Gott. Oh Gott. Ja, ich sag gleich, was kommt. Oder, ja, ihr werdet es ja sogar sehen. Also. Nee, erstmal alles einsammeln hier. Erste Hilfespray. Ja gut. Ist jetzt ausnahmsweise mal nicht der Zeitpunkt, wo ich Heilung gerne hätte, sondern wirklich Munition. Ja, hier haben wir einen riesigen Bulldozer und ratet mal, wer denn gleich fahren wird. Na? Nein, nicht Leon, der männliche Mann. Nein, das macht natürlich Ashley. Ja, sie kann das natürlich, nicht wahr? Ich meine, jede Präsidententochter kann natürlich mit einem Bulldozer umgehen, ich meine. Das war doch schon immer so, nicht wahr? Aber sie macht das gut. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass keine ungebetenen Gäste aufsteigen. Bisher? Wollte schon sagen, ist alles ruhig, aber habe ich mich wohl geirrt. Ihr bleibt unten hier. Ihr bleibt unten. Und, hallo? Müsst ihr hier alle raufkommen? Glaube nicht, oder? Hallo? Was habe ich da gerade Cooles gemacht? Weiß ich nicht. Nein! Du lässt Ashley ganz bestimmt in Ruhe, du Typi, ja? Wie viele bitte? Wie viele kommen denn hier noch bitte? Ja, mit der CMP kann ich sie gut... kann ich sie gut von mir abhalten, ja? Das ist schon so. Alles mitnehmen, perfekt. Gibt's hier hinten noch was? Nö. Erstmal na. Was? Oh Gott! Oh Gott! Ein anderer Laster, den muss ich unbedingt treffen hier. Fick dich! Danke. Ja, der würde uns volle Kanne rammen. Und dann wäre. Finito! Sense! Ende! Ja, bleib ruhig da hinten, ja? Sehr gut. Gold und Gold. Perfekt. Oh Gott, der kommt schon wieder! Der kommt schon wieder! Wow, komm schon! Oh, gut. Gut. Das hätte für uns tödlich enden können. Und wenn ich sage tödlich, dann meine ich tatsächlich tödlich. Zu 100% und definitiv tödlich. Was? Scheiße, ich habe nicht mehr viel Munition. Ja, gut, hier habe ich wieder 16 Schuss, immerhin. Nehmen wir mit. Okay. Was denn? Ah, ich muss den Schalter drücken, damit Ashley hier nach oben fahren kann. Alles klar. Aber in der Zwischenzeit wird Ashley natürlich von Gegnern attackiert. Wie könnte es auch anders sein? Was? Ja. Ja. Die Gegner sind jetzt da drüben, genau. Die Gegner sind jetzt da drüben. Ich habe zum Glück noch ein paar Gewehrschüsse. Aber ich sollte vielleicht das Visier ändern. Ist ein bisschen leichter gerade, ja? Also. Was? Was? Wo kommt ihr jetzt so schnell her, bitte? Nicht so cool, Freunde. Nicht so cool. Du lebst noch? Ja, natürlich. Warum auch nicht? Jetzt bist du auch tot. Danke. Was? Wo? Ich höre doch jemanden. Da! Was willst du denn von mir? Ja, zum Glück hören wir Ashley schreien, wenn sie angegangen wird. Das ist... Ja, genau. Habt ihr es gehört? Oh, help me! Ja! Fick dich! Du... Fick dich! Und du... Wie weit ist der gerade gesprungen, bitte? Geht ja mal gar nicht hier. So, nachladen. Was denn? Menschenskinder, lasst doch mal in Ruhe.
So, wunderbar. Du nervst ebenso. So. Sind hier noch irgendwelche Typen, die Stress machen wollen? Aufwärts mal nichts. So, betätigen wir mal den Hebel, wenn wir schon mal da sind. Aufzug wurde aktiviert, schnell zum Bulldozer. Ich weiß nicht, ob ich sogar zu spät kommen könnte. Ich hoffe es mal nicht, weil ich würde gerne alles mitnehmen hier. Aber ich renne ja, ich beeile mich. Ich beeile mich ja so sehr schnell. So, runter hier. Oh, da liegt noch was für uns. Schnell einsammeln. Munition, perfekt. Und ganz viel Geld. So. Okay, hier habe ich keinen Schuss mehr. Und ich sollte mich vielleicht mal heilen. Aber... reicht das? Nee, ich nehme noch eins, komm. Was soll der Geiz hier? Das dahin. Das dahin. Ja, ich will Ordnung haben hier. Gut, nehme ich wieder die CMP zur Hand. Ja. Durchladen und ich habe wieder 151 Schuss. Was nicht gerade viel ist. Au, geht das weit hoch hier. Ja. Wow. Kann ich die Lampen zerstören? Habe ich noch nie versucht. Und ich will es auch gar nicht versuchen, einfach weil ich kaum mehr Munition habe. Das wäre ziemlich, ziemlich kacke. Oh. Hallo, Freunde. Ihr müsst nicht unbedingt bei uns an Bord kommen, ja? Deswegen hole ich euch gleich mal da runter. Nur da oben sind noch mehr. Mann! Okay. Habe getroffen. Aha. Da seid ihr schon wieder. Ich habe mich schon gefragt, wann ihr denn bitte wiederkommt. Ja. Nein, die droppen alle Munition hier, die... Oh, verdammt nochmal. Alle die, die nach unten fallen bzw. zurückbleiben, droppen Munition. Darf doch nicht wahr sein hier. Du bleibst da unten. Droppt ihr was Schönes für mich, bitte? Bleib zurück! Was denn jetzt? Was? Wo denn? Ah, da vorne. Oh, verdammt. Feuern, was das Zeug hält. Schnell. Oh, das war knapp. Ashley, wo fährst du hin? Ashley! Wow, das war knapp. Ich wusste nicht mehr, ob der Laster von vorne oder von hinten kam. Wow. Ashley, alles noch dran? Wow, wir sind quasi... wir haben uns einen eigenen Eingang hier gebaut, ja. Nicht schlecht, Ashley. Nicht schlecht, muss ich sagen. Muss ich zugeben. Gut, gut, gut. Haben wir diese Passage geschafft? Und wir hören die vertraute Musik von einem Händler. Wow, wir können uns wieder ein bisschen entspannen. Ein kleines bisschen zumindest. Alles mitnehmen hier. Blendgranate. Komisches Bild. Was ist das hier? Keine Ahnung. Da steht da. Kann ich nicht lesen. Nichts verpassen hier. Nichts verpassen. Was sind das für Dinger? Apfeleimer oder Aschenbecher oder keine Ahnung. Da oben ist auf jeden Fall Geld. Das will ich haben. Gibt es hier sonst noch irgendetwas? Kurz auf der Karte nachsehen. Ja, ja, da gibt es tatsächlich einen Schatz. Wusste ich's doch. Aber wo? Ah, hier, in dieser total unauffälligen Kiste. Perfekt. Grüner Stein des Urteils. Ach so, ja, und damit ich das endlich mal tue und nicht wieder vergesse. Schlüssel und Schätze, meinte ich. Kann ich jetzt mal erstmal den grünen Edelstein, nee, nicht den hier, sondern der grüne Stein des Urteils mit dem Lux kombinieren. Der rote Stein des Glaubens mit dem Lux kombinieren und dann fehlt noch ein Stein. Untersuchen. Ja, ein Stein fehlt noch und dann ist das Vieh wieder extrem viel wert. Aber warum ich das noch habe irgendwie, das verwundert mich gerade. Habe ich vermutlich nicht daran gedacht, das einzusetzen vor dem Verkaufen oder irgendwas muss da gewesen sein. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Händler, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du was Schönes? Auf jeden Fall nichts Neues. Auf jeden Fall nichts Neues hast du. Ja, ich könnte den grünen Edelstein verkaufen, aber da, vielleicht finde ich noch was, wo ich den einfassen kann. Deswegen. Erste Hilfe-Spray hast du bestimmt immer noch keins. Nein. Alles klar, wir haben 75.000. Wir haben... Ich wollte die Feuerkraft von dieser Waffe erhöhen, richtig? Ich
glaube ja. Gut, dann könnte ich noch die Ladegeschwindigkeit machen, aber es lohnt sich dann nicht. Aber für alles andere habe ich zu wenig Geld. Ja gut, dann wenn ich kein Geld habe, muss ich auch gar nicht nachsehen hier. Ich hab sogar ein paar Schüsse für die Waffe. Das ist sehr schön. Das ist sogar sehr praktisch. Das ist eigentlich bald die einzige Waffe, wo ich wirklich noch Munition habe dafür. Scheiße. Ja gut, für meine Handwaffe habe ich jetzt auch wieder 30 Schuss, aber... Naja, wir speichern erstmal. Nach dieser Fahrt mit dem Bulldozer hier erstmal speichern, bitte. Wow. Aber gut. Wie, schon fast 14 Stunden gespielt? Verarscht mich nicht, Spiel. So, öffnen. Ich glaube, jetzt kommt eine Cutscene. Ja. I can feel them growing ever so strongly inside you. Sadler! Perhaps you can resist, but you cannot disobey. Now, come to me, Ashley. Ashley, hallo. Oh Gott, ihre Augen. Scheiße. Ashley! Zack. Ja, sie kann sich nicht wehren. Er hat die totale Kontrolle über sie. Was für ein Perversling hier! Oh nein. Verflucht! Und schon wieder haben wir sie verloren. Das darf doch nicht wahr sein. It's already begun. Ja, das Warten des Parasiten hat er gemeint. Scheiße! Wow, und meine Trefferquote ging ins Bodenlose. Scheiße nochmal. Ja, wir speichern. Ja, wir haben Ashley einen Peilsender verpasst. Habt ihr gesehen? Immerhin etwas. Wir wissen jetzt immer, wo sie ist. Das ist schon mal, ja, wenigstens etwas. Gut, wir sind hier und Ashley ist bereits da vorne. Glaubst du ja selber nicht. Das wäre cool. Erstmal ein wenig umsehen hier. Ja, Gold haben wir hier. Und sonst noch irgendwas? Nö, sieht nicht danach aus. Wie gesagt, ich muss alles mitnehmen, was ich kriegen kann. Hallo? Moment mal kurz, bitte. So, was haben wir denn hier Schönes? Unser Plan. Da liegt der tote Bürgermeister. Wegen des Amerikaners haben wir Mendez und Ramon verloren. Wir werden unseren Plan dennoch vollenden. Ich muss jedoch zugeben, dass der Verlust meiner Männer zu Problemen führt. Aber damit muss ich klarkommen. Sie sind nicht leicht zu ersetzen. Ich muss weise wählen, denn die Plagas spiegeln das Gewissen ihres Wertes wider. Wenn ich falsch wähle, werde ich hintergangen. Ich brauche Männer, die mir Treue schwören. Durch Serras Verrat habe ich meine Lektion gelernt. Diesen Fehler mache ich nicht noch einmal. Ich kann und will nichts und niemanden meine Pläne durchkreuzen lassen. War das jetzt ein Brief von Settler? Ja, müsste wohl, wenn er von meinen Männern spricht eigentlich, ja. Okay. Gehen wir mal weiter. Ladevorgang. Warum? Was zum... What's the news on our friend Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Krauser. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Ja, habt ihr erkannt, wo die beiden gerade waren? Da, wo wir versucht haben, um Hilfe zu rufen, per Funk, ja? Genau da waren sie nämlich. So, ich höre doch schon wieder ein Elektro-Schock-Dingens hier. Da drüben ist ein Item, nehme ich. Kann ich hier irgendjemanden erledigen? Ja, da vorne steht einer. Aber ich glaube, der steht hinter der Absperrung. Schwer zu sagen. Was? Oh, ich habe schon einen gehört, der die Treppe hochgerannt kam. Das klang auf jeden Fall so. Hä?
Hat er mir hier... Was? Was passiert hier? Aha, da kommt er durch die Tür durch. Hallo. Hallo. Und hallo. 4 Schüsse haltet ihr aus mittlerweile. Ja, gut. Ja, gut. Ja, ich bin doch froh, dass ich dieses Exklusiv-Tuning für die Red 9 gemacht habe. Das ist dann doch sehr cool. Ist hier jemand? Hallo? Hier drin sieht es ja aus. Irgendwie total gefährlich. Nach Tod und Zerstörung. Was? Wo? Ah, da! Du schießt nicht auf mich, Freundchen. Oh nein. Du stirbst bitte. Nein! Nein! Mann, wie könnte das auch anders sein hier? So. Scheiß Parasit muss weggehen. Dann nervst du da hinten gewaltig. Weißt du das? Das gibt's doch gar nicht. Warum ist in jedem Scheißgegner so ein noch beschisseneres Vieh drin? So. Was? Wo? Wo? Von oben, von oben. Oh, fuck, von oben, von oben, von oben. Treff ich den so? Ja, was? Ja, er trifft mich. Wow! Verfluchte Kacke. Wow, 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 wow. Verfluchte Kacke. Kommen wir nicht zurück, mein Freundchen. Nicht, dass ich da von den Pfeilen erwischt werde. Und, zack, gute Nacht! Nein! Wisst ihr, das Vieh lebt so dermaßen lange. Es ist unglaublich hier. Nachladen. Und wieder wechseln zu meiner Red 9. So. Ja, ich komme nach oben. Keine Sorge. Ah, da stehst du schon. So, das war's mit dir. Und jetzt noch du. Ja, komm. Vielleicht hat der andere ja was gedroppt. Deswegen zuerst mal zurückgehen. Weil der da oben ist jetzt nicht unbedingt so das größte Problem hier. So. Hier hast du. Du bist hässlich, weißt du das? Was hast du denn für ein Gestell auf dem Kopf? Sieht irgendwie nach Stacheldraht aus oder so. Total kranke Scheiße hier. Munition. Vielen, vielen Dank. Na, mitnehmen. Was ist denn das hier? Es ist irgendwie nur 2D. Das Bild, ja. Was soll denn, habe ich irgendwelche kranken Werkzeuge darstellen oder so? Ja, da ist ein Schraubenschlüssel hier. Und ja, ist schwer zu sagen, was es ist. Aber ist schön gemacht. Ist schön gemacht. Gut, dann gehen wir erstmal, glaube ich, durch diese Tür. Glaube ich jetzt mal. Dachte ihr, denn passiert irgendwas? Ja, ist auch gut. Ist auch gut. Gibt's hier sonst noch was drin? Sieht nicht so aus. Kurz Karte? Nein, kein Schatz in diesem Raum. Der ist einfach nur so da. Aber die Gegner sind bestimmt jetzt wieder da. Nein? Nee, gut, ist fair. Also gut, dann geht's hier weiter. Und ich habe keine Ahnung, was jetzt gerade kommt. Und ich überziehe schon wieder. Verfluchte Kacke nochmal. Ganz schnell. Leute, das war's für heute mit Resident Evil 4. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.